kommst in die Rückenlage. Stellst die Füße auf. Legst eine Hand zum Bauch, die andere zum Brustkorb. Ziehst die Schultern nochmal Richtung Decke und lässt dann langsam die Schultern sinken und rollst den Hinterkopf weg vom Rumpf. Du kommst in deiner Rückenlage jetzt mit aufgestellten Füßen an. Du registrierst, wie dein Körper sich heute Morgen anfühlt. Und machst kleine rollende Bewegungen von rechts nach links, sodass dein Rumpf unter deinen Händen, die Hände bleiben stabil, dein Rumpf unter deinen Händen hin und her gleitet. Der Druck geht von der Körpermitte aus, von in dem Fall jetzt aufgeteilt zwischen Hüften und Schultern. Die Füße übernehmen auch etwas Kraft, etwas Gewicht. Versuch mal, den Nacken, den Kopf weich folgen zu lassen, sodass daraus eine langsame, gleitende Bewegung wird. Vielleicht auch mit der Vorstellung, als würdest du gemächlich auf einem Fluss dahin treiben oder im Boot schaukeln. Alles ist sicher. Weiches Gesicht, fließende Bewegung und fließender Atem. Deinen Geist betrachtest du und überredest ihn, die Achtsamkeit auf den Atem zu lenken. Dein Geist ist bei dir, in der Gegenwart, im Körper und verbindet sich. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann hältst du in der Mitte unter deinen Händen inne. Streckst einatmend das linke Bein aus, hebst es an und ziehst es ausatmend zum Rumpf heran. Knie beugen. Einatmend wieder anheben, langer Weg, Bein ausgestreckt zum Boden und dann erst aufstellen. Seitenwechsel, einatmen, das rechte Bein über dem Boden ausstrecken, anheben, ausatmen, Knie beugen und den Oberschenkel zum Bauch ziehen. Einatmend wieder lösen, Bein ablegen, Fuß aufstellen. Mach das im eigenen Atemrhythmus, sodass eine fließende Bewegung daraus wird. Die Hände bewegst du vom Bauch, vom Brustkorb weg und lässt sie dann wieder zurückleiten. Du brauchst die Hände, da kannst du sie einsetzen, um dein Bein nah an den Bauch heranzuziehen. Fahre im eigenen Atemrhythmus fort. Spüre in den unteren Rücken. Wenn du das nächste Mal ein Bein heranziehst, dann gehst du etwas weiter. Du winkelst das Knie jetzt nicht mehr an, beziehungsweise schon, aber nicht mehr so viel. Du versuchst, das Bein zu strecken und die Idee ist, dass dein Zeh auf deine Stirn tupfen kann. Die Idee, wie gesagt. Einatmen, denselben Weg zurück. Noch einmal beide Seiten.
Und danach stellst du die Füße auf, legst die Hände wieder zu Bauch und Brustkorb und jetzt schaukelst du mit den Hüften hin und her, also hoch und runter meine ich mit hin und her. Und spürst die Bewegung bis in den Rücken, bis zu den Schulterblättern hin. Weich am Nacken, am Hals, Gesicht entspannen. Und dann lässt du dieses Schaukeln, dieses Bewegen kleiner werden. Ganz klein, fast unsichtbar. Und hältst dann in der Bewegung inne. Du rollst dich auf eine Seite. Bleibst einen Moment liegen, spürst nach. Und kommst dann in den Sitz. Im Sitz bist du weiter auf die Seite, weiter nach vorne ausgerichtet. Füße stehen weiter nach vorne, die Hände sind hinter deinem Rücken, du stützt dich ab und du öffnest die Beine etwas, sodass du jetzt in Ruhe, ich hoffe, das geht für alle, in Ruhe mit den Knien von rechts nach links schwingen kannst. Lass dir Zeit. Und heb ruhig die Hüfte an, sodass du das Knie zu Boden bringen kannst. Dann in die Mitte, ruhig mit der Einatmung verbinden und ausatmend zur anderen Seite. Ja. Oberkörper ist erstmal relativ weit vorne. Die Hauptschwingung kommt jetzt aus den Hüften Richtung Beine. Ich arbeite mich dabei auf der Matte immer Richtung Ende. Es wird dann enger in den Knien, weil die Füße am Punkt bleiben können, aber der Stoff über die Matte rutscht. Und wenn es mir dann zu eng wird, hebe ich mich einfach nochmal nach hinten und mache in Ruhe weiter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie ihr über die Matte gleitet. Ne, es verändert die Stellung, den Winkel in den Schultern. Für die Schultern nochmal ein anderes Training. Es ist gar keine Absicht. Das passiert bei der Übung bei mir. Könnte sich auch immer gleich zurückziehen, aber das ist nicht so lustig, wie das nach vorne gleiten. Komm in die Mittelposition, strecke den Rücken nochmal, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, Brustkorb aus den Schultern rausheben. Durchatmen, wieder den Körper spüren. Und jetzt wechselst du. Wir bleiben beim Sternchensitz. Wenn du jetzt auf eine Seite kommst, schwingst du mit dem Oberkörper mit. Ja? Ich gehe jetzt zur linken Seite, ziehe den rechten Arm mit rüber, greife mit der rechten Hand nach links, komme zurück, greife wieder nach hinten, atme ein. Und wechsle dann, da braucht man etwas mehr Platz zu, also keine Wand im Weg, auf die andere Seite. Ja? Erstmal in deinem Raum ankommen. Einatmen in die Mitte, ausatmen zur Seite. Und wenn du dich eingeschwungen hast, kannst du probieren, tiefer zu gehen. Ja? Wenn du jetzt hier auf der Seite bist, bitte ich den Oberkörper Richtung Boden zu ziehen. Also zur Seite rollen und Oberkörper Richtung Boden. Ja? Über das andere Bein, Hüfte, hintere hochheben.
Wenn man nicht viel Platz hat, setzt man einfach die Hüfte um. Ja, das mache ich jetzt, damit ich euch nicht aus dem Bild rutsche. Wenn ihr zu Hause nach rechts und links Platz habt, braucht ihr das nicht zu machen. Wenn du dann das nächste Mal in der Mitte bist, reckst du hier die Beine auf und beugst dich in der Hüfte gestreckt nach vorne. Ziehst dann, kleine Zwischenstellung im Boot, ziehst dann die Beine heran und wechselst zur anderen Seite. Ja, dieses über die Seite legen und versuchen, immer tiefer auf den Boden zu kommen, bleibt. Kommt jetzt dazu die Grätsche und das Heranziehen. Nach vorne ziehen, versuche den Rücken gestreckt zu lassen. Warum sind hier so viele Katzenhaare? Ausatmend in der Position und einatmend in den Sitz. Ausatmend, zur Seite schwingen, ablegen. Einatmend, Grätsch, Sitz und dann, wenn du kannst, an die Zehen greifen, wenn nicht, sind die Knie weiter gebeugt, du greifst unter die Knie und ziehst nach vorne. Ganz im eigenen Rhythmus, in Ruhe, immer weiter durchbewegen. Wenn du jetzt das nächste Mal auf einer Seite bist, kommst du in die Grätsche zurück und statt dich jetzt nach vorne zu beugen, machst du, ich bin von links gekommen, ich war auf der linken Seite auf dem Boden und strecke mich jetzt über das rechte Bein in der Grätsche, komme zurück in die Mitte, richte mich auf und wechsle zur anderen Seite. Beuge hier, richte mich auf und muss jetzt Platz finden für die Beine, um wieder zum Boden zu schwingen, jetzt nach rechts. Richte mich auf, zurück in den Grätschsitz, ich komme von rechts, ich beuge jetzt nach links, einfach sanft, so weit wie es geht. Es kann auch sein, dass man weiter hier oben ist, ja? Das hat den Vorteil, dass man sein Knie benutzen kann, sich ein bisschen anzulehnen. Und dann hier oben strecken. Also mach etwas daraus, was deinem Körper entspricht. Ja? Zwischendurch in die Länge ziehen, die Seite wechseln und dann ein Sternchen sitzen und zur anderen Seite auf den Boden legen. Ja, ganz in Ruhe, Schritt für Schritt, die einzelnen Teile so fließend wie möglich miteinander verbinden. Nicht schlecht mitnehmen. Und wenn du jetzt das nächste Mal zu einer Seite rollst, ja, also ich komme jetzt auf die linke Seite, ich bin schon im Sternchensitz, dann rolle ich hier einfach weiter. Ich muss überlegen, wie ich hier rüberkomme. Ich will in die Taube, habe mein Knie aber nicht weit genug oben. Also. Ja, muss ich es jetzt antäuschen. Ja? Ich will zur linken Seite, ziehe mein Knie hoch und ich möchte hier rüberrollen. Ich liege dann etwas schräg auf dem Boden in einer
Naja, gut, klar. Also wenn man sich nicht an der Matte orientiert, sondern am Körper, ist man in einer Taube. Ich komme mal hoch, ne? Da kann man es besser sehen. Da wir so viele auf dem Boden gerollt sind, da merkt man es gar nicht so sehr, dass es die Taube ist. Also wer sie kennt, merkt natürlich alles. Ja. Komme zurück. Ah, die andere Seite wird knifflig. Grätsche, mach hier mal eine Zwischenübung. Ja, beugen und strecken. Beine so, wie es für mich passt. Komme hoch und jetzt will ich zur rechten Seite, ziehe mein Bein hoch und rolle hier rüber und komme auf die Unterschenkel. Ich hebe die Hüfte hoch. Ne? Kann mich nach vorne strecken, wenn das für mich okay ist, oder richte mich aus der Vorbeuge auf und komme dann zurück. Ich rolle zurück, öffne für die Grätsche. Ja? Also, dass ich relativ viel Spaß und Spiel am Boden haben kann, wenn der Platz da ist und wenn sich heute Morgen mein Temperament schon in die Richtung öffnet. Ja. Ich ziehe jetzt einfach immer ein bisschen die Beine zu mir ran, damit ich euch nicht zu sehr aus dem Bild rolle. Aber wie gesagt, wenn ihr zu Hause den Platz habt, rollt euch quer über den Boden. Ja. Mach noch einmal beide Seiten für dich. Und wenn du dann wieder in der Grätsche bist, dann stellst du die Füße auf, stellst die Füße zusammen und lässt dich langsam in die Rückenlage rollen. Füße sind aufgestellt. Legst die Arme locker neben dem Kopf ab. Du spürst nach, wie die Hüften, die Wirbelsäule, die Schultern sich jetzt anfühlen. Die Füße sind nahe am Gesäß. Du streckst jetzt einatmend das rechte Bein in die Luft und legst den Fuß auf den linken Oberschenkel. Und dann hebst du das linke Bein an und greifst mit beiden Händen, mit der rechten Hand unter dem rechten Unterschenkel durch zum linken Bein. Ziehst links die Zehen Richtung Knie, streckst das Bein durch. Und wer möchte, kann mit dem Bein schaukeln oder langsam näher zum Bauch heranziehen. Du wirst die Dehnung im rechten Bein spüren. Vielleicht auch auf der Körperrückseite. Atem fließen lassen. Nochmal zu dir heranziehen, auch ausprobieren, so weit wie möglich, langsam und achtsam. Und dann löst du langsam die Spannung im linken Bein, lässt den Fuß sinken und gibst dann mit den Händen langsam das Bein frei. Hände zum Bauch, streckst das rechte Bein nach oben und ziehst hier die Zehen Richtung Kniebein ganz durchstrecken. Und stellst dann ausatmend den Fuß auf. Jetzt hebst du das linke Bein an und legst das Sprunggelenk, den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Hebst das rechte Bein an
und greifst mit beiden Händen durch, greifst dir dein rechtes Bein und ziehst es zum Oberkörper heran. Die Zehen ziehst du Richtung Knie. Und achte mal auf deinen rechten Fuß. Kippt der nach innen, kippt der nach außen? Wie ist eigentlich die Stellung des Fußes in der Luft? Versuch mal, den Fuß so zu drehen in der Luft, also Zehen trotzdem Richtung Knie ziehen, dass die Fußsohle zur Decke zeigt, ohne großes Gefälle. Also Innengewölbe hat natürlich eine andere Situation, aber trotzdem. So im Grunde, als würdest du mit dem Fuß an der Wand stehen, aber die Zehen und den Fußballen hochziehen. Und wer will, wieder die Möglichkeit leicht zu schaukeln oder stetig das Bein zum Bauch heranzuziehen. Schließlich löse langsam die Spannung aus dem rechten Bein. Stell den Fuß auf, löse die Hände. Strecke das linke Bein nach oben, zieh die Zehen nochmal zum Knie und dann stell den Fuß auf. Kurz Spitze. Okay. Leg den Rücken ab. Die Arme locker zur Seite. Und dann drehst du dich nochmal auf den Bauch. Du streckst den rechten Arm nach rechts aus. Und diejenigen, die gestern Abend mitgemacht haben, kennen die Übung, können jetzt besonders gut vergleichen. Wie war es gestern Abend? Wie ist es heute Morgen? Streckst den rechten Arm nach rechts aus. Die linke Hand stellst du neben die linke Schulter mit ein bisschen Abstand. Und dann rollst du dich nach rechts, du dehnst die rechte Schulter, hebst das linke Bein an und stellst den linken Fuß links von dir auf. Drückst dich mit der linken Hand in die Position und hältst mit dem linken Bein dein Gleichgewicht, öffnest in der Hüfte. Atem fließen lassen. Kommst mit der nächsten Ausatmung zurück in die Mitte. Arme einmal nach vorne legen, loslassen, einen Atemzug bleiben. Und dann wechselst du, den linken Arm ausstrecken, rechte Hand neben dem Brustkorb aufstellen, neben der Schulter. Und nach links rollen, das rechte Bein anheben, ne? Und rechten Fuß rechts außen aufstellen, rechte Hüfte hochziehen, Atem fließen lassen. Und dann roll dich zurück, ausatmend in Bauchlage. Lege die Arme nach vorne, ziehe die Beine nach hinten aus der Hüfte heraus. Wie fühlt dein Körper sich an? Wie fließt der Atem? Spür es nochmal in alle drei Richtungen.
Atem, Körper und Geist. Bringst dann die Hände auf die Matte, kommst in den Vierfüßler, schwingst um in den Hund und läufst in kleinen Schritten nach vorne in die ganze Vorbeuge. Richtest dich von hier mit der Einatmung langsam auf und ziehst in die Länge. Ausatmend lässt du die Arme sinken. Stellst die Beine etwas breiter auf und beginnst mit wippenden Bewegungen auf den Fußball. Es ist früh am Tag, nicht mehr früh am Morgen, aber früh am Tag. Du schüttelst sanft den Körper durch. Spürst das Wippen auf dem Boden unter dir. Die Bewegung durch den Körper. Und atmest. Du atmest langsam und tief, ganz anders als die Bewegung ist. Und genau das verbindest du miteinander. Der Atem bleibt ruhig und tief, auch wenn die Umstände dein Gleichgewicht herausfordern, dich vielleicht immer wieder aus der Balance bringen. Du kommst aber auch immer wieder zurück. Der Geist ist bei dir betrachtet, verbunden mit dem Atem. Der Atem so tief und gleichmäßig, wie es geht. Wippe bitte weiter. Vielleicht etwas stärker. Und schüttel zusätzlich noch in den Arm. Und komm beim Wippen immer wieder auf den Fußballen, auf die Zehen, damit dein Gleichgewicht herausgefordert wird. Augen ruhig schließen. Langer Hals, Schultern weg von den Ohren. Beziehungsweise Kopf immer wieder rausziehen. Immer wieder aufrichten, immer wieder Kopf hoch. Ich hoffe, bei euch zu Hause gibt es auch Nebengeräusche durch die Übung. Und dann schließe die Augen, bring die Füße ganz zusammen. Hebe alle Zehen an und dann setze die Zehen von außen nach innen auf. Und hebe langsam die Fersen an. Nur die Fersen anheben und wieder Atem ruhig und tief fließen lassen und dein Gleichgewicht herausfordern. Steißbein etwas nach vorne, Schultern locker, ganz weich bleiben, aber stabil genug, um zu stehen. Schließlich lass die Fersen wieder sinken und bring etwas Abstand zwischen die Füße. Richte dich im Stand auf. Arme locker, Gesicht ganz weich. Wie ist es mit deinem Gleichgewicht? So viel hin und her bewegt, rotiert in den Hüften, in der Wirbelsäule rotiert, die Schultern geöffnet. Bringe die Hände vom Brustbein zusammen. Verneige dich vor dir selbst. Du bist bestens gerüstet für deinen Tag. Du hast alles, was du brauchst. Namaste.